Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Fallout 4. Ja, wir sind hier irgendwo, wo wir eigentlich, glaube ich, gar nicht hin müssen. Aber was soll's? Wir nehmen alles mit. Boah, hier sind überall Raider. So. Wir haben uns mal ein bisschen umgeguckt. Nennen wir es mal so. Und dann sind wir hier an dieser Stelle gelandet. Tschüssi. Ja, sind wir hier an dieser Stelle gelandet. Was wir natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, dann auch jetzt mitnehmen. Wir sind hier, wo das Schiff, die U, was war das, USS, keine Ahnung, wieder hier im Gebäude gelandet ist. Boah, das ist schon gefühlte 100 Folgen her. Aber wir gucken mal, ob wir da jetzt wieder rein können und ob wir denen eventuell ein zweites Mal helfen können. Von hier anscheinend nicht. Plasmakartusche, Sportpatronen, Impro-Pistole brauchen wir nicht. Da gibt es bestimmt einen Weg hoch. Es wird auf jeden Fall in allen Ecken hier schwer geschossen, wie man hört. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da irgendwo hochkommen wieder. Eine Rumpflasche. So, der Hund ist weg. Sorry, ich bin kein Tierquäler. Aber die beißen mich. So, eine Nuka-Cola. Noch eine Nuka-Cola? Rum. Schade, es liegen einfach nirgendwo Hefte. Whiskyflasche, Zigaretten, Zigarren, Wodka. Nein, leider nicht. Schönes Comic-Heftchen. Nein, gibt's nicht. Okay. Butterbeere. So, der Aufzug ist intakt. Okay, dann kommen wir vielleicht doch hoch. Das wäre natürlich jetzt geil, wenn wir denen jetzt wieder helfen können. Oh, Piper, auch nochmal da. Hallo. Ne, Süße? Ich denke eher, hier findet man noch ein paar Raider. Noch ist es ruhig. Aber das wird nicht so bleiben. Glaube ich nicht. Da ist der nächste Aufzug. Oh, Dorn. Hi, Piper. Hallo. Hallo. Hola. Hola, Signora. Hi. Haben wir jetzt hoch oder runter? Weiß man nie so genau. Okay, wir sind hoch. Geil. Mr. Navigator. Captain Ironsides. Unser Held kehrt zurück. Welch ein glorreicher Erfolg. Die Mission ist zwar nicht ganz abgeschlossen, aber unser Fortschritt ist nicht zu leugnen. Ich
Ich bin sicher, im Commonwealth konnte jeder deine Jungfernfahrt erleben. Ganz sicher. Und unsere Raketen haben den Feinden zu denken gegeben. Wenn das so weitergeht, dürften wir mit einem oder zwei weiteren Starts im Meer landen. Meine Schaltkreise zittern vor Aufregung. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ihre Hilfe war entscheidend, Sir. Ein Geschenk des Himmels. In Anerkennung Ihrer mutigen Taten befördere ich Sie hiermit zum Lieutenant Ehrenhalber. Und da ich nun nicht unter Deck passe, trete ich Ihnen hiermit auf die Kapitänskabine ab. Oh, danke. Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Okay. Das ist cool. Da kann man nämlich nicht rein. Hallo Leute! Ich bin wieder da! Yay! Bin wieder da. Da ich Teil von etwas so Wunderbarem bin, lässt mich meine Programmierung vor Aufregung platzen. Hurra! Ich war schon in der Kapitäns. Kajüt, oder? Ja. Ich glaube ja. Dann gehen wir mal nochmal hoch. Oder war das eine Etage tiefer? Es lebt. Komm, Kumpel! Lauf mal ein bisschen schneller! Tolles schwarzes Bild, yay! So, Captain, jetzt muss ich trotzdem nochmal mit dir schwätzen. Captain Neustart. Unser Held kehrt zurück. Welch ein glorreicher Erfolg! Die Mission ist zwar nicht ganz abgeschlossen, aber unser Fortschritt ist nicht zu leugnen. Hältst du das für einen Erfolg? Voll und ganz, Sir. Wenn das so weitergeht, dürften wir mit einem oder zwei weiteren Starts im Meer landen. Meine Schaltkreise zittern vor Aufregung. Du willst das Schiff wirklich nochmal starten? Mit dem Mut und der Unterstützung meiner treuen Mannschaft ist uns der Sieg gewiss. Auf keinen Fall übersteht dieses Schiff noch einen Start. Haben Sie doch ein wenig Vertrauen. In Anerkennung Ihrer mutigen Taten befördere ich Sie hiermit zum Lieutenant Ehrenhalber. Und da ich nun nicht unter Deck passe, trete ich Ihnen hiermit auf die Kapitänskabine ab. Gut, 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 gut. Alles klar. Railroad Hauptquartier. Da reisen wir mal hin. Da gehen wir erstmal zu Tüfteltom. Sagen dem Bescheid, dass wir seine Aufgabe erledigt haben. Und dann würde ich gerne mal zu Paladin Dance. Die Leute haben Angst wegen diesem Ding, das da neuerdings am Himmel steht. Ich dachte, das wären Tüfteltoms Außerirdische. Es gibt wirklich Außerirdische. Schluss jetzt. Das Luftschiff ist die Pridwen und es gehört der Stählernen Bruderschaft. Die Stählerne Bruderschaft ist ein hochmoderner und organisierter Orden. Und sie ist hier, um Synths zu vernichten. Scheiße. Lasst es alle wissen.
Die Bruderschaft sind unsere Feinde. Ein Frieden steht nicht zur Debatte. Tüftel-Tom arbeitet an einem Plan, mit dem wir diese Bruderschaft bezwingen können. Codename Roter Glanz. Aber fürs Erste werden wir sie im Auge behalten und uns von ihnen fernhalten. Unser Schwerpunkt ist weiterhin das Institut. Ihr habt alle was zu tun. Also, an die Arbeit. Nila überträgt eine Menge Informationen. Allein? Auf den Blick sieht die Atmosphäre normal aus. Aber ich werde mal tiefer in die Daten eintauchen. Desdemona. Ich hätte da schon den nächsten Standort für eins meiner Babys. Mila. Braucht dich in ihrem Raum. Schön, dass du dabei bist. Jetzt kriege ich auch meine Nacht frei. Wetterfahne, Lager Candle. Desdemona. Der Neuaufbau braucht Zeit. Aber wir haben die Männer und Frauen, um es zu schaffen. Okay. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Ja, dann. Zumindest nicht. Dann machen wir das. Dann bauen wir die nächste Mila auf. Änderung. Ich weiß nicht, ob es hier gut ist, wenn ich mich jetzt an der Stelle an eine Brüderschaft anschließe. Ich bin Minuteman. Ah, wobei, das müsste ja gehen. Minuteman? Jetzt bin ich bei denen in der Railroad. Man weiß es nicht. Weiß es nicht. Jetzt kommt es. Wo schießen die? Da oben. Erstmal Stimpaks rein. Da drüben. Na blödi. Aber nicht mal einen dabei. Glaube ich. Da hinten. So. Cherry! So, da müssen wir. Nicht wie?
Oh, das können wir irgendwie hin. Nichts mehr zu sehen von ihm. Ich bin wie ein Schatten. Wie komme ich jetzt da hoch? Das ist eine gute Frage. Was war das? Terminal. Licht ausschalten. So. Blödes Ding. Da irgendwie da hochkommen. Ich kletter jetzt noch mal hier hoch. So, hier hoch. Ah, Mist. Ich dachte, das wäre ein... Jetzt habe ich mich schon fast gefreut. Nein. Ich dachte, hier kommt jetzt ein Aufzug oder irgendwas. Ach, kommt er auch. Was ist das für ein Gebäude? Bestimmt Institut. Das Institut. Institut. So, hier ist mindestens noch ein Raider. Ein Veteran. Du warst mal ein Veteran. Ah, komm. Mila aufbauen. Simpack right away. Sonst nix hier? Manu, ist ja langweilig. Okay. Dann fahren wir wieder rüber. Oh, wobei, wir können hier direkt Karte Railroad Hauptquartier. Und dann haben wir es erledigt. Wir haben den Railroad. Na, Tüftel. Hey. Fritze. Hey. Pam will mit dir reden. Sie ist da hinten.
Die neuesten Atmosphärendaten des neuen Mila sind noch unzureichend. Aber wir erwischen das Institut noch. Es könnten noch mehr Milas aufgebaut werden, wenn du Interesse hast. Ja, ja. Gib her das Ding. Oder wir machen Geschäft. Pan, möchte mit mir sprechen. Ich hab zu tun. Wer ist Pan? Was? What? Was ist das für ein Ding? Bist du sicher, dass du das nicht brauchst? Transfer. Ich will das Ding nicht wegschmeißen, aber ich brauch's jetzt nicht. Lagern. Ciao. Das war's ja schon. Desdemona. Hey, ach ne, Desdemona. Das ist nicht die dunkelste Stunde der Railroad. Wir werden es schaffen. Kommst du aus einem dieser Vaults? Für einen Plünderer hast du zu viele Zähne. Bestätigt. Agent Ausputzer ist hier. Ich habe eine Mission für Sie. Sofern die Effektivität des Verkehrsablaufs nicht erhöht wird, steigt täglich das Risiko, dass die gesamte Organisation kompromittiert wird. Lösung: Ein neues Verteilungszentrum muss entstehen. Okay. Ich darf eine neue Basis einrichten? Fett. Triglyceride sind für diese Unterhaltung irrelevant. Fahre fort mit Missionsinformationen. Befrieden Sie den Zielort. Befestigen Sie die Position zum Schutz aktueller und künftiger Railroad-Posten. Das neue Verteilungszentrum trägt den Codenamen Unterschlupf Mercer. Viel Glück. Danke. Okay, dann beenden wir an dem Punkt die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ein Abo, falls noch nicht getan. Und, Kommentare, die sind immer wieder gerne gesehen. Könnt gern kommentieren. Ich werde auch besten Gewissens antworten. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao.